Guten Morgen, Freunde. Heute gibt es mal kein Technikvideo, beziehungsweise ja, es hat schon was mit Technik zu tun, aber ich stelle euch keine neue Technikübung vor, sondern einfach will euch ein bisschen was erklären zum Thema Handhaltung, Fingerhaltung. Es wurde gefragt, warum sind denn die Finger beim Schwimmen nicht zusammen, sondern eben leicht offen. Das darf man zum ersten Mal, also das darf man nicht missverstanden, die Finger sind nicht so auf. Da würde natürlich das ganze Wasser beim Armzug durchgehen und man kriegt überhaupt keinen Abdruck auf der Hand. Aber warum hat man jetzt die Finger nicht komplett zusammen, sondern eben leicht locker geöffnet? Das hat mehrere Gründe. Zum einen habt ihr natürlich so leicht offen eine etwas größere Abdruckfläche, als wenn ihr komplett zusammen seid. Es entstehen zwischen den Fingern Wasserverwirbelungen. Das Wasser kann zwischen eure Finger gehen und das erhöht natürlich euer Wassergefühl. Der nächste Grund, warum man die Finger nicht so verkrampft zusammenhält, ist, wenn ich jetzt natürlich so eintauchen will ins Wasser, dann fällt mir natürlich hier das Wasserfassen, das Drucknehmen ganz schwer. Wenn ich jetzt hier mit einer lockeren Armhaltung nach vorne gehe, eintauche und locker das Wasser greife, dann kann ich viel mehr Druck nehmen und das Wasser viel besser fassen einfach. Das sind auch schon die Gründe, warum man einfach die Finger nicht verkrampft zusammenhalten soll, sondern leicht locker nebeneinander. Also ich spreche da auch nicht vom Spreizen, sondern einfach vom locker aneinander halten. Wenn ihr dann ins Wasser geht und den Druck nehmt, dann werdet ihr automatisch Spannung aufbauen, aber es ist wichtig, dass man eben locker ins Wasser reingeht und die Spannung erst während dem Armzug aufbaut. Also fassen wir nochmal zusammen. Etwas größere Abdruckfläche, eine lockere Handhaltung ermöglicht uns ein besseres Wasserfassen und einfach größere Abdruckfläche. Das wäre es auch schon. Setzt zu Hause um, geht auch mal am Beckenrand, macht vielleicht mal 50 Meter mit einer komplett verkrampften Hand, dann mal 50 Meter mit einer gespreizten Hand und dann versucht ihr euch mal so ein Zwischending auszudenken. Also, nachmachen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.